Guten Morgen! 9 Uhr ist ungefähr. Ich bin zwar schon seit 6 Uhr wach an einem Samstag. Ich muss verrückt sein. Und ich bin ein bisschen echt erkältet, das wird immer schlimmer. Aber egal. Wir machen jetzt Crusader weiter. Zweite Mission. Und wir befinden uns gerade in der Rebellenbasis. Wir haben die erste Mission geschafft. Und der erste Punkt auf der Tagesordnung ist jetzt erstmal mit den ganzen anderen Rebellen reden, die mich nicht so wirklich mögen, weil ich ja trotzdem ein Konsortium-Bastard bin. Oder mal war. Sie sind am falschen Ort, wenn Sie sich gemütlich unterhalten wollen. Sie sollten ganz schnell verschwinden. Ich bin Cordova. Die nennen mich Jojo. Aber Sie nicht. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass es mir egal ist, dass Sie bei den Sondereinheiten waren. Sie bluten genauso wie die anderen. Ich weiß das, weil ich genügend von Ihrer Sorte getötet habe. Nett. Jetzt treffen wir eine Person, die eine der wenigen Leute ist, die mir auch im zweiten Teil trifft. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Tja, dafür weiß ich, was Sie sind. Deshalb werde ich es Ihnen nur einmal sagen. Halten Sie sich ja fern von mir. Denn ich verachte Konsortiumsabschaum, wie Sie es sind, zutiefst. Irgendwie mag mich da keiner. Das war ja ein netter Empfang für Sie, Captain. Aber es wird besser werden. So war es bei mir auch. Sie akzeptieren mich jetzt. Ich bin Derek Andrews, Soldat im Widerstand. Früher beim WEC-Finanzamt in der Steuerabteilung. Und das ist auch der Grund, wieso mich hier alle den Finanzler nennen. Aber es stört mich nicht. Ich möchte Ihnen sagen, dass es mich sehr freut, einen Soldaten Ihres Kalibers kennenzulernen. Willkommen an Bord. Und der ist schwul. Ja, Weasel. Jetzt kaufen wir Waffen. Weasel ist so cool. Kommen Sie. Hallo. Weasel, so ist mein Name. Verkauf von Waffen ist mein Geschäft. Der beste Konsortium-Plunder für Preise, die tief und tiefer sind. Hey, ich kann nicht billiger sein. Ich muss meine Männer bezahlen und ich muss mich um mein kleines Baby kümmern. Baby. Die Ware ist nicht leicht zu kriegen. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. So, raus damit, Captain. Was kann ich heute für Sie tun? So, schauen wir mal. Ich habe 1841 Credits. Ah, die möchte ich gern kaufen. Das mache ich jetzt auch. Zack! Was für eine Mission hat das Ding? Das steht nicht dabei, ne? Ich bin der Meinung, die haben das hier gebraucht. Ja. Kauf mal einfach mal 4 Magazine und gut ist. Also, haben Sie was gefunden? Ist es wirklich das, was Sie wollen? Hm? Hm. Ah, noch ein zufriedener Kunde, nicht wahr? Es war mir ein Vergnügen, dem Widerstand zu dienen. Ich hasse die Dinger. Kann ich Ihnen noch einen Wunsch erfüllen, Captain? So, viel können wir eigentlich in der Basis gar nicht machen. Diese Kiste, da kann man theoretisch, wenn man irgendwo hier, Items fallen lässt, kann man das nächste Mal, wenn man in die Station kommt, hier in der Kiste alle seine Gegenstände finden. Das heißt, man verliert nichts, wenn man hier irgendwas hinlegt, aber ich wüsste auch nicht, warum man hier Sachen hinlegen sollte. Denn man hat eh unendlich Inventarplatz. So. Schein der Waffe. Ja, vielleicht mal kurz zeigen, wie die Station hier ausschaut. Also man kann jetzt auch wirklich gar nichts mehr hier groß machen. Bloß noch zur Einsatzbesprechung. Mails lesen. Dann ist gut. Nee. So. Schauen wir mal, ob ich Mails hab. Ich glaube schon.
Ich keine Mails. 88 Wachen habe ich getötet. Wir haben momentan keine Nachrichten. Keine Nachrichten, alles klar. So. Die Widerstandskämpfer des Sektors H37 wurden von einem Bataillon WEC-Truppen und MAGs angegriffen. Die Überlebenden des Angriffs wurden gefangen genommen und verhört. Außerdem benutzt man sie für Versuche an Menschen. Andrews ist mit der Einschleusungsaufklärung an der Reihe. Er weiß Bescheid. Alles Weitere liegt jetzt allein bei Ihnen, Captain. Sobald Andrews die Koordinaten der Einschleusung bestätigt hat, werden Sie die Gefangenen von H37 finden und befreien. Nach der Rettungsaktion wird sie Corporal Reeves kontaktieren, um die Rückholkoordinaten durchzugeben. Sollten Sie weitere Fragen haben, Ihr Datenschirm wird Sie beantworten. Wir verlassen uns auf Sie, Captain. Viel Glück. So, das speichere ich vorher. Und los geht's. Zweite Mission. Mit Dr. Gregor Hoffman. So, ich musste, glaube ich, hier rauskommen. Genau. Auf diesen links-rot blinkenden Schalter drin. Der jetzt rot blinkt. Kaputt. Kaputt. So. Jetzt irgendwas Interessantes zu lesen. Der Alarm wurde deaktiviert. Der Rebellenschwein. So, ist hier was. Über ihre täglichen Aktivitäten. Das ist sofortige Erschießung, jawohl. Ja? Oh Gott, die lese ich mir jetzt halt alle durch. Solche einzelnen sind immer interessant. Ich habe jetzt einen Geschützturm. Kiste! Oh. Ach, das ist ein Medpack. Ah, heile ich mich halt mal schnell. Schaltet sicherlich das Force Field ab. Ja. Stirb! Was? Nicht durch. Ah! Keycard. Immer gut. Ja, okay. Hab ich. Der Dummy kommt heute auch nochmal vorbei, dann machen wir unser Undying weiter. Das nicht brach liegt, weil Undying ist ja ein... Ey! Klasse Spiel. Wie natürlich alles, was wir hier auf unserem Kanal spielen. So, ich probiere jetzt mal das hier. Bloß nicht auf die Fässer drauf, weil die explodieren. Machen Wumms und dann bin ich tot. Das wollen wir doch nicht. So. Das habe ich für Keycard aufgesammelt. Ich glaube, die gelbe, ne? Ja, das war die gelbe. Zugang gewährt. Ich freue mich schon, wenn die krasseren Wachen kommen.
Plasma- und Laserwaffen.